3, 2, 1. Hey Leute, was geht ab? Hier ist Peterle mit meinem ersten Let's Play auf Minecraft Leben. Ja, ich hatte eben bei Simon im Video eine kleine Rundführung gehabt. Und ja, vielleicht können wir jetzt einfach mal gemeinsam hier gucken, was so abgeht. Hier ist mein erster Skin, mein erster Minecraft Skin. Was geht hier ab? Und den hat mir ein Zuschauer gemacht. Ganz cool. Schau mal hinten, was ich am Rücken habe. Ein Feuerzeug. Das steht fürs ganze Anzünden hier. Simon, wo bist du eigentlich? Ich bin bei mir zu Hause und hallo. Willst du mich bei mir zu Hause abholen? Dann gehen wir nochmal zusammen zu dir. Wenn ich dich noch finde. Wenn du es schaffst. Warte, ich guck mal. Du warst auch der mit dem Strohdach. Richtig. Richtig. Warte mal. Du musst klingeln, wenn du mich findest. Okay. Wenn also nur als Info, wir haben natürlich noch nicht alles perfekt eingestellt hier. Mit Ton und so weiter. Aber falls es noch Probleme gibt, die werden wir noch beheben. Jo, also ist halt das Erste. Also wenn da wirklich irgendwelche Fehler jetzt auftreten, Leute, seid da nicht so, so kritisch. Das wird alles besser. Wir sind gerade quasi in der Testphase. Aber das haben wir schon echt gut hinbekommen. In den letzten Tagen war es halt echt stressig. Ich glaube, ich habe dein Haus gefunden. Ja. Wenn das dein Haus ist. Könnte sein. Warte, ich komme mal. Dum, 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 nein, dum, dum. Das ist falsch. Falsch. Alter. Mein Gott, wenn ich nicht mal mein eigenes Haus finde, wie soll ich dann dein Haus finden? Das ist so verfickt verwirrend hier, das Spiel. Ah, nee, ich hab's gefunden. Da ist dein Haus, da ist dein Haus. Warte, warte, ich gehe jetzt. Mach die Tür auf, ich schlag die Tür ein. Hallo. Hi, was geht ab? Willst du, sollen wir rausspielen gehen? Wie geht's in deinem Haus? Ja, dann zeig mir mal, wo ich wohne. Du bist das Fußvolk, du musst da als Fuß gehen. Okay, ich bin ein Diener, okay? Renn. Höher, Pferd, höher. Glaub mir, ich kann über dich und dein Pferd springen, Alter. Ja, so schnell weg, dann kannst du dich nicht mehr finden. Okay. Ich habe mich noch was Geiles überlegt, wie du dein Grundstück, was du da hast, besser nutzen kannst, weil du hast ja nicht so ultra viel Platz, ne? Ja, Peter. Wir gehen einfach in die Höhe, oder wie? Nein. Nein. Auf einmal ein bisschen ganz hässlich. Aber, was auch was cool ist, entweder, ich sag's dir gleich, wenn du da bist. Da bist du, hallo. Hallo. Ja, was meinst du jetzt genau? Also, pass auf. Hier kommt ja dein Grundstück hin, ne? Hier. Ja, genau. Also, Leute, hier kommt dann das Grundstück hin, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist direkt neben End sein Kind. Ja, und es wird gut. Eigentlich wollte ich ja nur ein Baumhaus, aber sie hat gesagt, nein, ein Baumhaus ist nicht so schön. Hast du dein Facecam gerade an? Warte, ich dreh mich um. Ja. Oh, hallo. Okay, pass auf. Entweder, guck mal, man kommt ja von hier, entweder man legt den Weg hier noch ein bisschen nach da um, dann hast du hier noch richtig viel Platz. Guck mal, dann hast du das Ganze hier noch alles, dann hast du richtig, richtig viel Platz. Ja, aber dann bist du ja mitten im Weg gebaut. Nein, weil der Weg kann ja auch drumherum sein. Oder du machst hier so eine kleine Brücke rüber. Dass du hast da ein Stückchen und da ein Stückchen, das wäre auch lustig. Okay. Aber ich glaube, ich würde den Weg verschieben. Darum kümmere ich mich. Ich kümmere mich darum, den Weg zu verschieben. Weil, na, das ist halt sonst viel zu wenig Platz. Ich hab den an der, ein Willkommensgeschenk gemacht. Eine Diamantaxt. Oh, Simon, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du kannst den Baum hier schon mal abfällen. Sehr geil. Aber pass auf, fäll nicht einfach alles ab, sondern versuch dir wirklich erstmal die obersten Stöcke abzubauen, damit du auch wirklich so oben rankommst. Weil wenn du unten alles abbaust, kommst du oben nicht mehr dran. Also versuch so wie eine Treppe reinzumachen. Genau. Und ich fäll jetzt eben den Weg um, okay? Okay. Und wir gehen gleich zusammen in die Farmwelt, okay? Ja, können wir alles machen. Du kriegst keine Sachen in den Arsch gesteckt, nicht, dass du dich dran gewöhnst, sondern du musst ja alles selbst verdienen. Aber damit es ein bisschen Minecraft, schneller geht. Also ich kann ja auch Bettler sein im Spiel. Das ist doch auch unmöglich, oder? Ja, du kannst Bettler werden. Ist das ein anerkannter Beruf bei Minecraft? Ist ein Leben? Sehr angesehener Beruf, ja. Echt? Boah, das war immer mein Traumjob, Bettler zu sein. Warum hast du es nicht in echt gemacht? Ja, irgendwie ist es doch das sehr ähnliche. Ich wohne noch bei dir, ist doch fast genauso. Du bist nicht qualifiziert genug, ne? Ich bin nicht qualifiziert genug, genau. Also ich war beim Arbeitsamt und dann habe ich zu der Frau gesagt, guten Tag, Frau. Guten Tag, Frau. Guten Tag, Frau. Genau so habe ich das gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Wunschberuf ist halt Arbeitsloser, Obdachloser.
Und dann hat die Frau gesagt, ah, was haben sie denn für Referenzen? Dann habe ich gesagt, ich habe Mathe eine 4. Da ist die ausgerastet. Dann hat die gesagt, wie können Sie mit einer 4 zu mir in mein Büro kommen und fragen, ob sie Bettler werden können? Das geht so nicht. Raus hier, raus! Ja, und dann war ich sehr traurig, weil das war wirklich schon sehr mein Traumberuf schlechthin. Und da konnte ich halt nicht vor Aldi rumchillen, weißt du? Also, das ist eine echt traurige Geschichte. Hast du das nicht gewünscht? Bei Aldi rumzuschillen? Ja, hab ich bis jetzt noch nicht gewünscht, nee. Alter, mega gut. Kannst du der Diamantaxt hier nochmal dieses Ding wegfällen hier? Warte mal. Hast du keine oder was? Nee, ich hab keine leider, ich hab dir meine gegeben. Okay. Wo bist denn du? Da. Was willst du hier, den Baum nochmal? Nee, hier diese Laternen. Ah, okay, die gehen. Ach, da kannst du auch nur mit einer Axt. Also mit der Axt geht schneller. Ja, klar. Gut. Geh die auch? Ja, wir passen gleich den Weg an. Gut. So, schau mal hier, der Weg geht für das hier lang. Dann wird der Weg hier lang. Und dann. Der Baum kann da stehen bleiben. Ich finde das schon ziemlich krass, was hier. Also, wie lange ist Leben jetzt? Ein Monat oder was? Ich habe insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Tage ausgesetzt, bin bei Folge 15. Ich denke mal, also ein bisschen mehr als einen halben Monat, ja. Das ist schon krass, was hier alles entstanden ist, ne? Ja, echt krass. Ah, ist jetzt schade, dass jetzt jemand hier ist, der alles kaputt macht. Aber. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Ja, ich weiß auch nicht. Hast du deinen Baum schon abgefällt komplett? Ja. Oha. Ist der auch bis oben ins App gefällt? Nein. Ja. Ach, das war der gar nicht, ne? Nee. Das ist ein anderer. So, hast du irgendwelche Blöcke mit hochzubauen? Ja. Fichtenholz. Mach das Holz. Pass auf! Mach das Holz mal zu Holzbrettern, dann hast du mehr davon. Und dann bau dich da hoch und bau alles ab da bis zur Spitze. Also alles nur Holzbretter machen? Ja, genau. Okay. Oh, Alter, ich hab so wenig Skill, ey. Das ist echt traurig. So, okay. Ich denke mal, das reicht jetzt. Und warum Holzbretter und nicht einfach das Holz benutzen? Weil die Holzbretter hast ja viermal so viele, weil du kriegst ja immer 4 Bretter raus. Ah, okay. Logischerweise, ne? Lol. So Leute, wie ihr seht hier jetzt gerade in meinem Video, ich habe echt kaum Skill, aber mit dem Skill, was ich habe, erreiche ich ganz viel. Was der manchmal labert, oder? Was laberst du denn? Weiß nicht, was laberst du denn? Das macht schon viel Spaß. Ich hätte früher anfangen sollen, Minecraft zu spielen. Ist geil. Ist schon cool, das ist schon echt gut entwickelt, das Spiel. Mag's auch sehr gerne. Ein sehr schönes Spiel. Warum lügst du, Junge? Halt dein Maul. Ich mag's eigentlich nicht. Kackspiel. Kann ich gleich einfach runterspringen? Bin ich unschuldig? Ja, das überlebst du. Aber nee, du baue ich einfach mit der Axt. Baue ich mit der Axt einfach wieder runter. Ja, klar, das war auch nur ein Gag. Aber hätte ich überlebt, oder? Ja. Es regnet. Oh nein. Ich bin aus Feuer. Nein! Deine Schwachstelle, ne? Meine Schwachstelle ist Wasser. Woher wusstest du das? Dafür musst du sterben. Nein! Läuft er weg. Du musst sterben. Fuck. Wo ist das scheiß Ding? Achso, hast du Essen übrigens? Ja, ich hab Essen. Jetzt noch mehr. Vielen Dank. Guck mal, wie ich es gemacht habe jetzt, Peter. Ja. Also. Hast du komplett umgeleitet? Oh. Mit dem Weg jetzt cool. Rumgeleitet. Cool. So lang. Möchtest du hier keine Pflastersteine legen? Wo? Hier liegt ein Dreck. Mach das mal schöner hier. Es wird doch zu Gras, Ah, okay. Das dauert ein bisschen. Wie lange dauert das ungefähr? Keine Ahnung. Aber dann lass doch mal hier Fackeln setzen. Ja, du hast die Fackeln. Mach die erste. Die mach ich weg hier. Nein. Das ist doch eigentlich jetzt okay. Das ist hier neben diesen Stange. Hier? So irgendwo, ja, hier irgendwo neben dem Weg irgendwo. Ja, nein, die Stange erst. Die du abgebaut hast. Die Zaun heißt das. Ah, okay. Versteh ich. Und dann da drauf. Genau, sieht schön aus. Jawohl. Cool. So.
Weil der Weg schön umgeleitet, weißt du? Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Und ich habe echt extrem viel Platz, ne? Wenn du überlegst, hier, es geht jetzt ein bisschen vorne. Genau, jetzt hast du richtig viel Platz. Vorher hatte ich so was. Da kann ich mir ein richtiges Schloss bauen. Sehr gut. Ja, da baue ich mir ein Schloss. Und dann werden da Leute immer entführt in mein Schloss und werden angezündet. Das Zündelschloss. Kotzt sich aus. Ja, geil. Jetzt hast du echt viel Platz. Du hast nämlich hier das Ganze jetzt den Platz. Ich möchte nicht in meinem Haus mitwohnen. Ich habe Angst alleine. Ich komm dich mal besuchen. Nee, aber hier wohnen bestimmt voll die bösen Menschen. Ja, bau das hier nochmal ab. Diese Stange hier. Und die hier auch. Okay, okay. Also ich habe schon so viel Skill, dass ich Fackeln abbauen kann. Das ist schon mal richtig gut. Stark, oder? Das ist schon mal gut. Hast du noch Zaun? Ja, halt nur für die Fackeln. Nee, setz mal hier neben noch mehr Zaun. Wir sperren das jetzt ab, die Straße. Hier das? Ja, nee, so, ja, und dann noch einen hier. Hier? Ja. Ja, wir sperren die Straße jetzt ab. Okay. Weil hier kommt dann ein Grundstück hin. Das wird cool. Das wird echt gut, Alter. Am Anfang sah das gar nicht so groß aus, weil halt der Weg da noch war, aber jetzt echt pornös. Ja, ich glaube, es wird sehr lustig, dir zuzugucken, wie du einfach das Spiel in den Grundzügen lernst. Pass auf, ich habe deine Bäume ja auch schon so halb mit abgefällt, deswegen habe ich diese ganzen Holzdinger hier, ne? Ja. Pass auf, jetzt machst du erstmal eine Werkbank steht da vorne. So. Ja, mach dir mal eine Werkbank. Ich habe mir eben schon mal eine Werkbank gemacht, aber kann ich mir gerne nochmal machen. Nein. Falsch. Weißt du, wie man Bergbau macht? Warte, ich überlege gerade nochmal, ja. Nee, ach, ich brauch doch Holz, ich Idiot. Ich hab, ich brauch Bretter, meine ich. Klar, weiß ich, wie das war. So. Und zack, 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 zack. So, dann mach ich mir direkt nochmal hier ein paar Stöcke. Ja, behalte noch ein paar Rohhölzer auf jeden Fall, weil das sieht cooler aus, dann zu bauen. Was hast du gesagt? Was soll ich mit behalte noch ein paar Rohholz, also diese Stämme. Ach so, ja, das definitiv. Mach da mal die Werkbank jetzt hin. Beruhig dich doch mal. Ich hab nicht so viel Skill wie du. Du Frechdachs. Was labert der Junge? Okay, jetzt machst du eine Kiste. Weißt du, was eine Kiste macht? Nee. Du nimmst dir Holz und machst alles voll außer den mittleren Punkt. Also auf jeden eins. Ah, okay. Außer den mittleren Punkt. Und dann hast du eine Kiste. Perfekt, so eine Truhe meinst du? Ja, genau, eine Truhe. Ja, dann sag auch eine Truhe, Mann. Ja, ich hab doch gewusst, wie man eine Truhe baut, du Idiot. Letzte Truhe jetzt hier neben. Ja. Und jetzt mach mal in die Truhe alles rein, was du hast, bis auf deine Diamantspitzhacke und das Essen. Alles, was du hast, außer die Diamantspitzhacke und Essen. Oh, du hast ja richtig viel Holz. Ja, Mann. Ich stapel das mal so zusammen. Okay. So. So. Aber mein Feuerzeug kann ich nicht abgeben. Nee, das Feuerzeug darf ich nicht. Also mein Feuerzeug ist mal ein und alles. Du hast einen Diamant? Wo hast du einen Diamant her? Den habe ich eben geschenkt bekommen. Ah, okay. Von den netten Leuten, die mich hier willkommen hießen. So, jetzt machen wir erstmal Fackeln hier auf dem Grundstück, überall noch. Damit auch alles sicher ist. So. Pass auf. Hier sind jetzt deine Sachen, ja? Jetzt machen wir noch eine Sache. Jetzt nimmst du dir nochmal ein bisschen Holz raus, dieses Fichtenholz, die Fichtenholzbretter. Ja. Also ganz normale Bretter. Ja, nimm dir einfach die. Ja, und dann und die Stöcke. Nimm die Stöcke auch nochmal raus. Okay, okay. So, jetzt gehst du mal zur Werkbank. Ja. Und dann machst du ein Schild. Das heißt, unten ein Stock, ganz unten in der Mitte ein Stock. Ja. Und da drüber die drei und die nochmal die drei Holz. Ah, okay. So, dann nimmst du die Schilder raus. Ja, hab ich. Stellst du hier so. Hier stellen wir jetzt nochmal so ein Stängchen auf. Ja, nee. So. Hier drauf. Und jetzt komm mal hier so hin und ich stelle mal so ein Schild dahin. Ja. Und jetzt drück mal auf das Schild. Schreib mal hin. Hier kommt Peters. Also hier wohnt Peter. Irgendwas. Schreib irgendwas hier mit Peter. Ne. Damit die Leute wissen, dass hier der Peter wohnt. Den Peter muss man nochmal alles von vorne
Hier wohnt Peterle, ich zünd euch an. Sehr gut. Jetzt will dein Holz wieder zurück. Ja, okay. Nee, man muss mir das echt jetzt von Pike auch beibringen hier. Ich erkläre es dir einfach an alles ans ganz sorgfältig. Okay, also Schilder kann ich drin lassen, jetzt soll ich nur das Holz rausholen. Genau, nee, alles rein, nur dein Essen und deine Diamantaxt behalten. Okay, gut, machen wir so, Chef. So. Du kannst dir noch. Nee, nimm nochmal das Holz und die Stöcke raus. Okay. Nimm nochmal das Holz und die Stöcke raus. So, jetzt machst du dir aus dem Holz und den Stöcken. Oder weißt du was? Ich gebe dir sogar noch einen kleinen Bonus. Ich gebe dir 30 Cobblestone, da kannst du direkt Steinwerkzeug machen. Weil es ist ja im Endeffekt nur lästig sonst. Jetzt machst du dir ein Steinschwert. Ja, ich weiß, wie das geht. Okay, sehr gut. Eine Steinspitzhacke und einen Steinschaufel. Jetzt komme ich ein bisschen durcheinander gerade. Was willst du machen? Warte. Ich überlege gerade, wie ging das nochmal? Richtiger Nubi, Alter. Also wie ging jetzt nochmal, also Schwert habe ich. Schwert ist klar. Eine Spitzhacke ging noch oben, Lau. Oben drei in der Reihe und darunter zwei Stöcke. Stimmt, zwei Stöcke. So, genau. Oh, meine scheiß Husten. Und eine Stein, und was soll ich mir noch machen? Eine Schaufel. Ein Stein oben und zwei Stöcke darunter. Genau. Als hätte ich das jetzt gewusst. Gut. Perfekt. So, die Axt hast ja schon einen kleinen Vorteil. Ja, genau. So. Guck mal jetzt auf, im Chat, da steht jetzt auch, Peterle hat den Erfolg Glück auf erzielt, Peterle hat den Erfolg Techniker und Fortschritt und so erzielt. Ja, stimmt. Sehr gut. Jetzt kannst du Sachen wieder reintun, nur die behalt deine Werkzeuge. Nee, nimm einfach alles mit. Komm mit. Nee. Tu die Hälfte vom Holz in die Truhe, damit nicht so viel Holz verloren geht, wenn du stirbst. Ich bin echt gegen. Es ist aber. Also alles da rein bis auf mein Werkzeug. Ja. Okay, Boss. So. Okay. Dann folge mir. Also setz dein Grundstück, lass wir erstmal hier. Ja. Ich zeig dir jetzt noch die wichtigen Sachen, weil du kannst ja das Spiel kannst ja auch spielen einfach zum Üben, auch ohne dass du aufnimmst. Ne? Du kannst ja einfach auch Sachen hier spielen. Ja, bauen klar. Das so jetzt. Aufnehmen immer, das wäre ja eh total sinnlos. Genau. Ich zeig dir jetzt, was du alles brauchst. Alter, warum muss ich denn hinterher rennen? Ich kann nicht mehr. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Nilo hat geschrieben, na? Ah, Nilo. Was geht ab? Was geht ab? Komm mal vorbei. Pass auf, wenn er jetzt kommt, zünd ich ihn an. Nein. Ich bin nachher wieder Krieg. Komm, ich zeig dir erstmal die wichtigen Sachen. Hallo, Nilo. Es ist eh Regen. Der wird wieder gelöchert. Nilo, komm mal her. Junge, komm mal her, Alter. Das Glück, dass es regnet. Na, ich angezündet, du. Ja, komm, was wolltest du zeigen? Also, du brauchst, wenn du was farmen willst, musst du die Farmwelt am besten gehen. Und das zeige ich dir mal, wo die ist. Weil du willst ja nicht die Welt hier kaputt machen, ne? Nee, klar. So, dann gehst du die Farmwelt, das gehst am schnellsten hier lang. Also, hier ist sozusagen so ein, wenn du den Ausblick vom Hafen machst, den muss man als Orientierungspunkt merken. Hier, wo mein Haus ist, so, dann gehst du hier runter. Ja. Hier am Haus vorbei, von Cookie, hier ist Cookies Haus. Ah, okay. Hallo Cookie. So, das hier ist. Dann gehen wir auf den Leuchtturm zu. Und. Also ist quasi da hinten auf dem Schiff einfach nur, oder? Genau. Im Schiff. Warte kurz. Alter, da war ich wohl zu schnell, Mann. Ah, hier am Steg, ah. Alter, ich bin so dumm, Alter, ich komme gar nicht mehr hoch. Gut, das Schiff wird gerade neu gebaut, der Tracy, der baut immer so richtig coole Sachen, der hat auch die Armino-Kirche gebaut. Und der baut gerade ein neues Schiff. Und. Sag mal, wie komme ich jetzt von der Leiter hier hoch? Wer hat mich denn hier zugebaut? Wo bist du denn? Ich bin ja am Schiff. Ach so, du sollst an den Steg, komm hier. Lord. Ist egal, komm mal mit mir, folgen wir einfach. Ich kann nix, Alter. Hier, komm. Ja, ich bin da. Okay. So. Alter, du musst mir helfen. Ich hab nicht mal Seepferdchen. So, komm her.
hier. Hier ist, solange es auf dem Schiff noch nicht drauf ist, ist es erstmal hier. Jetzt klickst du mit Rechtsklick da drauf, Farmwelt, ne? Ja. Rechtsklick auch drauf, Farmwelt. Ah, okay. Und dann bist du in der Farmwelt. Ah, okay, also einfach nur aufs Schild klicken. Genau, und dann. Aber wofür war denn das Schiff dann da? Das Schiff, das kommt, da kommt das wieder drauf. Das wird nur verschoben, weil das Schiff gerade neu gebaut wird. Ach so. Ja. Und wenn du schaust, hier die Farmwelt, da hast du eine unendlich große Welt. Also was heißt unendlich groß? Und da kann man auch alles farmen und zerstören, wie jemand halt will. Genau. Guck mal, das Enderman da unten. Oh mein Gott, der ist auch richtig am Ausrasten, der Typ. Junge, pass auf, Alter. Der zündet dich an. Okay. Was ist Geräusch? Ja, Mann. Das ist der, das Enderman. Das ist ich hab voll Angst vor dem. Naja, das ist wie Slenderman. Ja, auf jeden Fall. Die, mein kleiner Freund. Ja, aber ja. Ist schon cool. Ja. Lol, also ich liebe dein Schwert. Ameno, Ameno, Ameno. Komm, also wenn du nämlich hier drin bist und drückst Spiel verlassen, dann bist du wieder in der normalen Welt oder gehst wieder zurück zum Schild. Wir gehen jetzt zurück zum Schild, aber dann weißt du Bescheid. Also hier kannst du halt Dinge, so Blöcke sammeln, Holz sammeln, alles. Da hinten ist so ein großer Wald. Hier sind auch Höhlen und bla 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 bla. Okay. Hier kannst du jetzt in Nether rein, das ist die Hölle, aber will ich erst reingehen. Ja, das habe ich bei Reset mal gesehen, bei dir und Dana, wie der Nether aussieht. Jetzt gehen wir mal rein. Also hier ist die normale Welt, ne? Genau. Okay. Und dann bist du hier am Spawn. Der Spawn ist hier der Marktplatz. Und dann steht dann, ja, okay. Genau, ist steht da und hier ist das Rathaus. Und wer ist der Bürgermeister? Zombay. Zombay? Und ich bin der Richter. Oh, oh. Da muss ich mich ja ganz, ganz lieb verhalten hier. Naja. Sehr gut. Ich bin der König der Welt! Ja, das war doch eigentlich eine schöne Folge. Ja, Simon. Vielen Dank für die kleine, für diesen kleinen Rundgang jetzt. Und für die Einführung. Für die Einführung, genau. Soll ich dir was einführen? Komm mal her! Soll ich dir mal eine Schaufel kriegen? Nein, verpiss dich. Verpiss dich. Ja. Leute, das war die kleine Einführung in Minecraft Leben. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und vielen Dank auch an Simon. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. nee. Ja. Wenn es euch gefallen hat, schreibt einfach anzünden rein oder irgendwas. Wie gesagt, erste Aufnahme. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Peterle zündet Leben an. Bis dann, viel Spaß noch. Ciao. Tschüss.